Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema. Binäre Suchbäume. Baum ist erstmal nichts anderes als Knoten und Kanten. Wunderbar. Beispielsweise so etwas. Das ist ein Baum. Genauer gesagt, das ist sogar ein binärer Baum. Ganz genau gesagt, das ist sogar ein vollständig binärer Baum. Von jedem Knoten aus gehen entweder genau zwei Kanten aus, also beispielsweise an dieser Stelle oder hier, oder halt genau keine. Und warum heißt der wohl vollständig? Weil alle irgendwie komplett gefüllt sind. Nur die Blätter auf der untersten Ebene haben halt genau null Nachfolger und alle darüber liegenden, wenn ich das mal so hierarchisch betrachte, haben halt genau zwei Nachfolger. Wir hätten das beispielsweise kennengelernt in Heapsort oder in diesen Entscheidungsbäumen. Bäume sind also, wenn wir das jetzt mit den Strukturen vergleichen, die wir bislang hatten, eigentlich nichts anderes als spezielle Formen von Solisten, zumindest so von dem Zusammenhang der einzelnen Elemente. Ich habe nämlich irgendwie ein Element und dann verzeigere ich quasi zu nächsten Elementen oder zu nachfolgenden Elementen. Es startet halt mit einem Knoten, genau wie wir das hier hatten. Ja, also diese Dinger schimpfen sich immer Knoten und wir haben halt irgendwie eine endliche Anzahl von Nachfolgern. Das müssen halt nicht nur zwei sein, das können halt letztendlich auch mehrere sein. Und das muss auch nicht so hübsch sein, wie wir das eben hatten. Ja, dass wir immer zwei ausgehend von einem Knoten haben, sondern es können halt auch mal mehrere oder mal weniger sein. Wenn ich jetzt allgemein so einen Baum betrachte, ist sowas beispielsweise auch zulässig. Das Ding hier oben, das ist die Wurzel. Das ist der einzige Knoten im gesamten Baum, der keinen Vorgänger hat. Also ich gucke immer von oben nach unten. Wenn ich jetzt beispielsweise hier mir sowas rausgreife, dann gibt es halt so eine typische hierarchische Beziehung. Also dieser Knoten hier ist der Vorgänger von dem Knoten. Und man sagt auch noch häufig, das ist irgendwie der Vaterknoten. Und das ist irgendwie neutral, der Kindknoten. Und wenn ich jetzt eine Folge von Knoten habe, dann sagt man auch, das ist ein Pfad in dem Baum. Und so einen Pfad kann ich dadurch beschreiben, indem ich einfach angebe, jetzt hier diese Folge, P0. Dabei gilt natürlich, dass die immer in so einer Eltern-Kind-Beziehung stehen, also zwei hier nachfolgend aufgeführte Knoten. Ja, also P0 ist der Vorgänger von P1, also irgendwie Elternteil von P1. P1 ist Kindknoten von P0 und das gleiche gilt für P1 bis und P2 ebenfalls und so weiter bis zu P4. Ja, das ist ein Pfad in so einem Baum. Einfach eine Folge von Knoten, die halt hier über so eine Kante miteinander verbunden sind. Ja, und wenn ich mich sozusagen auf die Position eines Knotens begebe, also wenn wir beispielsweise uns hier diesen Knoten mal anschauen, hier geht sozusagen diesen zweiten Teil. Das hier oben, Wurzel, nennen wir auch gleichzeitig R. Dann ist ein Baum derart, dass es von dieser Wurzel zu diesem X immer genau einen einzigen Pfad gibt. Ja, das ist eine Eigenschaft des Baumes. Ja, also das wäre dann hier in diesem Fall genau dieses Ding. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, in so einem Baum von der Wurzel zu einem Knoten zu gelangen, als über diesen eindeutigen Pfad. Ja, nur noch mal so ein paar Bezeichnungen. Die habe ich eigentlich auch immer schon verwendet oder haben wir schon verwendet. Knoten werden, sofern sie denn am Ende sind und keine Nachfolger haben, als Blätter bezeichnet. Und die übrigen sind halt die inneren Knoten. Man sagt auch, die Ordnung eines Baumes ist die maximale Anzahl von Söhnen eines Knotens. Was wäre die Ordnung dieses Baumes? Zwei, genau. Ne? Weil die maximale Anzahl hätten wir beispielsweise an dieser Stelle oder an dieser Stelle. Ja, also der hätte irgendwie Ordnung 2. So Bäume der Ordnung D, schimpfen sich dann auch D-Ära Bäume, lassen sich rekursiv definieren. Zwei Teilen. Der aus einem einzigen Knoten bestehende Baum ist ein Baum der Ordnung D. Und den machen wir jetzt mal irgendwie so hin oder mit zum Kringel. Ja, das ist sozusagen der Einstiegspunkt an der Rekursion. Und dann haben wir, wenn wir Bäume der Ordnung D haben, also erhält man einen weiteren Baum der Ordnung D, indem man die Wurzeln von T1 bis TD zu Söhnen eines neuen Wurzelknotens W macht. Und so ein TI heißt dann halt der ite Teilbaum der Wurzel W. Also genauso wie hier unten irgendwie abgebildet. Das ist meine neue Wurzel. Das sind meine D-Ehrenbäume. Ja, und ich habe hier genau D-Nachfolger. Das ist ein Baum der Ordnung D. Jetzt müssen wir mal ganz genau auf diese Definition gleich achten. Also ich male jetzt einfach mal so einen Baum auf hier. Nach dieser Definition, die ich da eben hatte, Bäume der Ordnung D, rekursiv definiert, der aus einem einzigen Knoten bestehende Baum ist ein Baum der Ordnung D. Wir veranschaulichen ihn grafisch durch so ein Kästchen. Und T1 bis TD sind beliebige Ordnungen der Bäume der Ordnung D. Und wir fassen die quasi zu einem neuen Baum der Ordnung D zusammen, indem wir eine Wurzel drüber hängen und dann diese Bäume D, T1 bis TD als Nachfolgeknoten bezeichnen. Welcher von diesen drei Bäumen ist denn ein Baum der Ordnung D? Gucken wir uns mal den ersten an. Halten Sie sich den mal vor Augen. Aus einem einzigen Knoten bestehende Baum ist ein Baum der Ordnung D. Und wenn ich denn jetzt Bäume der Ordnung D habe, und zwar T1 bis TD, ja, dann fasse ich die zusammen zu einem neuen Baum der Ordnung D. Ich nehme eine neue Wurzel, des neuen Knoten,
mit diesen Knoten als Nachfolger. Das sind jeweils Bäume der Ordnung D und das auch. Und das Ganze dann auch. Ist das erste ein Baum der Ordnung D? Und das D, also in allen Fällen sprechen wir über ein D gleich 2. Wir müssen uns sozusagen jetzt genau die ganzen Teilbäume anschauen, ob die denn genau sozusagen dieser Konstruktionsvorschrift entsprechen. Gucken wir uns mal hier unten den ersten Teilbaum an. Eigentlich müssen wir uns erst die Blätter angucken, ne? Da haben wir irgendwie eine Reihe von Kästchen hier. Ja, das sind sozusagen genau Bäume der Ordnung D per Definition. Ein einzelner Knoten. So, und dann gehen wir eine Etage höher sozusagen. Hier bei dem, da passt das. Da haben wir nämlich eine neue Wurzel eingefügt. Haben zwei Bäume der Ordnung D genommen und die unten dran gehängt. Neuen Baum gebaut. Also das Ding passt. Bei dem hier auch. Das ist ein Baum der Ordnung D. Das ist ein Baum der Ordnung D. Dann ist das auch einer, weil wir den entsprechend zusammengesetzt haben. Hier auch. Hier ist ja der gleiche Fall wie hier unten schon. Das passt auch. Und dann haben wir hier einen Baum der Ordnung D. Hier mal einen Baum der Ordnung D. Dann ist das Ganze auch ein Baum der Ordnung D. Also der scheint das zu erfüllen. Wie sieht es bei dem hier aus? Da auch, ne? Also bei dem hier, ich kann das ja mal so einkringeln. Das passt. Und der ganze Baum passt auch. Ist auch entsprechend der Definition, die wir da hatten. Baum der Ordnung D oder D gleich 2. Wie sieht es bei dem hier aus? Da ist verletzt, ne? Es fängt hier schon an mit der Verletzung. Je nachdem, wie man sieht. Entweder fängt hier die Verletzung an oder hier die Verletzung, dass ich hier einen zu viel habe. Aber sagen wir mal so, das sollte auch ein Baum der Ordnung 2 sein. Ja, und hier passt es schon nicht. Die Ordnung eines Baumes ist die maximale Anzahl von Söhnen eines Knotens. Und demnach wäre ja eigentlich der Knoten auch ein Baum der Ordnung 2. Das müssten wir in unserer Definition ändern, damit das auch ein Baum der Ordnung 2 ist. Ich habe zwei Bedingungen, mit der ich das hier halt definiere. Bäume der Ordnung D, und ich könnte entweder in die erste Bedingung reingehen. Und eigentlich reicht es auch. Das wäre eigentlich so der typische Weg, den man da einschlagen würde. Der aus einem einzigen oder keinem Knoten bestehende Baum ist ein Baum der Ordnung D. Und wir veranschaulichen ihn grafisch durch sowas oder halt irgendwie gar nichts. So, wenn wir das machen, dann ist auch das Ding ein Baum der Ordnung D. An dieser Stelle hängt dann quasi ein leerer Baum darunter. Oder ein leeres Blatt in dem Fall. Ja? Und damit hätten wir dann auch den Fall abgedeckt, dass nur im Fall D gleich 2 nur ein Nachfolger von einem Knoten halt zu erreichen ist. Also mit dieser Änderung wäre dann auch das ein Baum der Ordnung D. Dann braucht man noch irgendwie einen Begriff für die Anzahl der Nachfolger. Und das nennen wir mal Grad eines Knotens. Und die Höhe eines Baumes, das haben wir immer irgendwie so als Argumentation für Laufzeiten auf Bäumen verwendet. Gucken wir uns die Höhe eines Baumes an. Ist der maximale Abstand eines Blattes von der Wurzel. Sie kann aufgrund der rekursiven Struktur eines Baumes auf naheliegende Weise rekursiv definiert werden. Wenn ich nur einen Knoten habe, ist das halt 0, die Höhe. Sozusagen jede Ebene, die ich in so einem Baum mehr habe, erhöht halt die Höhe um 1. Die Länge des längsten Pfades im Baum wäre genau die Höhe des Baumes. Und dann habe ich noch die Tiefe eines Knotens. Ja, ist ein Abstand zur Wurzel. Also wenn ich jetzt einen Knoten habe in einem Baum, der Pfad von der Wurzel zu diesem Knoten ist genau die Tiefe, also die Anzahl der Kanten. Vollständigen Baum hatten wir eben auch schon. Hier nochmal formal beschrieben. Ein Baum der Ordnung D heißt vollständig, wenn alle Blätter dieselbe Tiefe haben und alle inneren Knoten den Grad D haben. So, was hätten wir denn gerne? Das ist ein Baum welcher Ordnung? Also wir nehmen jetzt diese erweiterte Definition. Ja, dass die Anzahl der Nachfolger halt 0 bis D sein darf. Also Ordnung, Höhe, Tiefe von Knoten N, 3 genau, Anzahl der Kanten, 1, 2, 3, ne, hier muss ich hergehen, 1, 2, 3. Tiefe von Grad von A, Grad von B ist beispielsweise 2. Ja. Und die Menge der Blätter besteht aus, jetzt haben wir einen vollständigen Baum der Ordnung D. Und dieser Baum hat die Höhe H. Wie viele Blätter haben wir denn? Wir halten mal fest, D hoch H und D mal H. Wurzel hat, also wir gehen ja vom vollständigen Baum aus. Also so diese Mischdinger, die wir da eben hatten, die gibt es jetzt nicht. Also der hat entweder einen Knoten, hat entweder D-Nachfolger oder keinen. Dann ist es ein Blatt. Und genau die wollen wir zählen, die Anzahl der Blätter. Also Wurzel hat jeder dieser Knoten. Das heißt, wie viele Knoten haben wir jetzt schon? Sozusagen, wir sind hier, das ist die Wurzel. Dann haben wir hier D-Nachfolger. Also hier auf dieser Ebene haben wir einen. Hier haben wir D, ja, und jeder dieser Knoten hat wieder D-Nachfolger. Da haben wir schon D mal D. Und wenn wir das jetzt sozusagen weitermachen. Und wie viel gibt es davon? D mal D mal D. Also ich habe jetzt hier ein paar Pünktchen gemacht. Wir sind jetzt von Tiefe 1 über Tiefe 2 bis zu Tiefe H vorgedrungen. Davon haben wir also D hoch A. Auf jeder Ebene kommt sozusagen das D-fache dazu. Also jeder dieser Knoten hat D-Nachfolger der Tiefe H. Insgesamt haben wir davon so die Höhe. Wenn ich so einen vollständigen Baum habe mit n Blättern, Höhe eines vollständigen, also Logarithmus zur Basis d von n.
Die Anzahl der internen Knoten, also der inneren Knoten besser gesagt, wie groß ist die? Bis H minus 1. Weil auf der Ebene A haben wir schon die Blätter. Wir möchten die inneren Knoten haben. Ne? Also wir müssen im Prinzip einfach nur aufsummieren. Die Summe I gleich 0 bis H minus 1 D hoch I. Ne? Und wenn man das ausrechnet, kommt daraus D hoch H minus 1 durch D minus 1. Also das sind ein paar Zahlen zu so einem Baum. Es gibt genau eine Wurzel und die wollen wir auch mitzählen. Das ist auch ein innerer Knoten.